So, hier sind wir wieder. Jetzt geht's wieder weiter in der Reihe, wie spare ich mit Deus Energie? Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Bereich Heizung. Dort gibt es ein Makro, das nennt sich TSW Opt. TSW Opt steht für Temperatur-Sollwert-Optimierung. Was macht dieses Teil? Dieses Teil macht Folgendes. Man stelle sich vor, man hat einen Heizverteiler mit mehreren Heizkreisen, mit geregelten Heizkreisen. Hier sehen wir jetzt eigentlich den Heizkreis, der ist geregelt, statische Heizung, dynamische Heizung ist nicht geregelt, Warmwasserbereitung ist geregelt. Man stellt sich jetzt aber vor, man hat jetzt fünf oder sechs geregelte Kreise, hat dort Regelventile drin und alle dümpeln sie bei 62, 50, 45, irgendwo in der Richtung dümpeln alle Regelventile rum. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir bieten dem Heizverteiler viel zu viel Energie an, sonst wird nicht alle Regelventile zumachen. Warum passiert es? Das passiert aus folgendem Grund. Der Kessel hier, der arbeitet selbstständig nach Außentemperatur. Wenn ich jetzt einen Heizkessel habe, der 20 bis 90 Grad Warmwasser erzeugen soll, dann hat er Heizkennlinie, die wahrscheinlich bei 0 Grad Außentemperatur 60 Grad Vorlauf erzeugt. So, jetzt kann es natürlich passieren, wenn, sagen wir mal, die Räume aufgeheizt sind und kommen in einen ganz normalen Regelbetrieb, dass eigentlich die erzeugte Energie, 0 Grad, 60 Grad Vorlauf, dass die viel zu viel ist. Weil hier sehen wir zum Beispiel jetzt haben wir bloß 35 Grad im Vorlauf und schieben aus dem Kessel raus 44 Grad. Ja, das heißt, das Regelventil schiebt jetzt natürlich zu. Was bedeutet das? Wir haben hohe Differenzdruck über dem Ventil drüber. Die Pumpe muss mehr leisten und wir haben natürlich Verluste auf der Rohrleitung, die entsprechend höher sind. Warum Verluste? Weil wir nicht eine Dämmung haben, die dicker ist wie das ganze Rohr, sondern normal ist die gleiche Dimension. Rohrstärke plus Dämmung ist die gleiche Dimension. Da haben wir Verluste drauf. Wenn ich eine Fernleitung habe, dann wird es natürlich extremer. Bei einer Fernleitung kann es passieren, dass dann letztendlich der Verlust viel größer ist, weil wenn die Fernleitung durch einen unterirdischen Kanal geht, der auch noch schlecht gedämmt ist, dann schiebe ich natürlich die Temperaturen in Richtung Umwelt durch. Ja? Und dann habe ich richtig große Verluste. So, das heißt, wir optimieren die Kesselvorlauftemperatur dahingehend, dass wir die Erzeugungstemperatur nach unten drücken, wenn die Ventile zu weit zu sind. Das heißt, die Ventile machen weiter auf, sobald diese Temperatur nach unten geht. Im Umkehrschluss geht die Temperatur, macht das Regelventil dann weiter auf, dann wird wieder die Temperatur angehoben, dass wieder ein bisschen mehr rüberkommt. Das Spiel dauert ein bisschen, bis sich das ganze System abgeglichen hat und dann regelt sich die Temperatur automatisch. Das heißt, ich schiebe dann wirklich die erzeugte Temperatur auf den Verteiler drauf, wo auch durch die Abgänge die Regelventile benötigt werden. Und das passiert folgendermaßen. Wählen wir mal das TSW Opt wieder an. Hier sieht man zum Beispiel jetzt ein Diagramm. Temperatur-Sollwert in Gelb. Das ist der hier, der über die Außentemperatur erzeugt werden soll. Das ist auch die Skala hier. Das ist die optimierte Skala. Die optimierte Skala ist dann die rechte hier, die auch grün blinkt. Dann habe ich eine Max-Ventilstellung, die letztendlich der Max-Wert der Ventile bedeutet. Und habe mittlere Ventilstellung. Das heißt, aus alle Regelkreise wird die mittlere Ventilstellung berechnet und die Max-Ventilstellung wird berechnet. So, wie passiert es? Ich gehe in die Einstellungen rein und habe hier Sollwertauswahl. Das heißt, ich kann hier einstellen, mit welcher Wichtung wird dieses Ventil beachtet. Hier zum Beispiel wird ein Wert von 10 eingetragen, bedeutet 25% Gesamtwichtung. Wenn ich hier den Warmwasserbereiter anschaue, da hat er Wichtung von 30 und eine Wichtung von 75% wird dann berechnet. Die dynamische Heizung, da die eigentlich kein Regelventil hat, wird hier Wichtung von 0 angegeben. Dieses Makro, je nach Verbraucher, wird diese Liste länger. Wenn es voll ist, dann kommt das zweite Makro dazu, das kaskadiert aufgebaut werden kann. Das heißt, das Ganze ist hoch N.
Es können so viele Heizkreise dazugefügt werden, wie es überhaupt bloß im System gibt dann. So, hier bei der Sollwertoptimierungstafel kann ich einstellen, ob die Optimierung nach Max-Sollwert läuft. Das heißt, ich kann hier einstellen, Max bedeutet Wärme, Min bedeutet Kälte. Das heißt, ich kann auch das gleiche Makro verwenden, nach Eingabe eines Passwortes, das jedem bekannt ist. Man sieht auch, die Farbe ändert sich von der linken Skala. Das heißt, er geht jetzt in Richtung Kälte und würde Kälte optimieren. Dann wird er natürlich die Temperatur nicht mehr nach unten drücken, sondern er wird sie nach oben drücken. Das heißt, wenn ich im Normalfall 6 Grad Kälte erzeuge, dann wird die Temperatur verschieben in Richtung 7, 8, 9, dementsprechend wie die Ventile stehen. Wenn die Ventile alle, sagen wir mal, so 95% erreicht haben, dann hört er auf und lässt dann die Temperatur stehen oder nimmt sie noch ein bisschen zurück. Das heißt, wenn er vielleicht mit 9 Grad auskommt, dann wird er es ein bisschen zurückschieben auf 8,5 Grad Erzeugungstemperatur. Ja, hier kann ich noch einstellen, den Min- und Max-Grenzwert für den Sollwertbereich. Das wäre natürlich im Bereich Kälte viel tiefer. Jetzt im Bereich auf die Wärme bezogen, wird er natürlich passen von 20 bis 100 Grad oder bis 90 Grad dementsprechend. Und die Sollwertoptimierung würde die Ventile bringen in den Bereich zwischen 80% und 96%. Einstellbar in gewohnter Weise. Andere Werte eingebe, bestätige und schon ist er drin. Ja, das heißt, ich kann auch das Ganze in gewohnter Weise auch fahren oder ausschalten. Ja, dementsprechend sieht man ja im Hintergrund die Reaktionen, was gerade passiert. Schiebe ich das mal auf die Seite, dann sieht man das ein bisschen besser. Ich schalte jetzt auf Automatik und siehe da, dann beginnt das System zu arbeiten. Man hat auch schön gesehen, erst war er auf dem normalen Sollwert drauf und dann hat er umgeschaltet auf den optimierten Sollwert. Ja, hier kann ich auch direkt wieder auf das Diagramm draufspringen, das jetzt schon offen ist, weil ich einen anderen Weg genommen habe. Dann kann ich noch Dämpfung und eine Bandbreite angeben für die ganze Sollwertoptimierung. Nähere Informationen dazu, natürlich wie gewohnt, in unserer Art und Weise, wie man das Ganze beschreiben, als Online-Doku. Ja, mehrere Seiten lang das ganze Spiel. Oder kann man auch direkt die Informationen über die Einstellparameter holen, über das I, über diese Seite oder über diese Seite Information der Parameter. So, das war das, die nächste Geschichte. Wie kann ich automatisiert Energie sparen? Natürlich mit Deus-Makros. In gewohnter Weise befindet sich dieses TSW-Opt in unserer Makrobibliothek, das für alle Systempartner zum Download bereitsteht.